So, wir haben die erste Bushaltestelle gebaut, aber eine Bushaltestelle alleine, ich glaube, das reicht irgendwie noch nicht aus, weil man kann da zwar einsteigen, aber und dann wieder aussteigen. Fährt der Bus dann überhaupt ab, wenn man keine zweite Bushaltestelle hat? Das sind ja fast schon philosophische Fragen. Muss man dann für immer und ewig in den Bus drin stecken? Steckt man dann fest in seinem Leben und auch im Bus? Kommt man nirgendwo mehr hin? Ist das ein Bus des Todes? Einmal betreten, bleibt man da bis zum Ende seines Lebens? Ist das so eine Art Handschellen in öffentlich-rechtlichen Transport-Dingsbums-Systemswesen? Wie furchtbar. Einmal versehentlich einen Bus bestiegen, der nirgendwo hinfahren kann und schon kommt man ihn nicht mehr raus bis zum Rest. Also das ist ja furchtbar, ganz grauenhaft. Komm, wir machen weiter, Leute. Das wird ja noch zur Horrorgeschichte. Willkommen an 1800 Reisezeit. Einmal raus, einmal rüber. Echt, das sind die Horrorgeschichten hier. Entschuldigt bitte, mir ist meine Fantasie mit mir durchgegangen. Das ist der Besucher, den müssen wir auch mal kurz gucken. Den haben wir uns auch noch nicht aus der Nähe angeschaut. Der Touristenhafen, Ex-Besucherhafen, ist jetzt ein bisschen pink und hat... Was sind das hier? Hat er keinen Zugang? Doch. Der hat doch hier einen Zugang. Was sollen denn die Bretter hier bedeuten? Jetzt bin ich aber etwas irritiert. Wollen wir uns das mal angucken. Das ist der Besucherhafen. Der hat keinen Straßenanschluss. Braucht er überhaupt einen? Hat er keinen Straßenanschluss? Das gibt's ja gar nicht. Ja, jetzt geht's. Peinlich hoch 10. Daniel, wie konntest du bloß? Das hier wieder weg. Machen wir hier vorne ein paar hübsche kleine Dinge dran. Der hat keinen Straßenanschluss. Warum stapeln sich hier? Dafür können wir aber sorgen. Dann brauchen wir einfach nur hier unten eine Verlängerung hier hin. Der fährt dann hier ab. Und hier kommen noch ein paar. Jetzt testen wir mal die neuen Ornamente, die wir bekommen haben, ja? Das sind die Touristenornamente. Einige. Ah, das meiste sind, glaube ich, so Fressbuden und andere Geschichten. Ein Kiosk. Zum Eisernen Turm, ein Postkartenstand, ein Souvenirladen, ein Stadtplan mit Schutzdach, ein Aussichtspunkt, Porträtmaler, Holzpavillon, zauberhafter Pavillon, gelber Sonnenschirm, blauer Sonnenschirm, roter Sonnenschirm, grüner Sonnenschirm, irgendein Wegweiser, eine Bühne, Gepäck, Gepäckwagen, Bäumchen, Kirschbaum. Kirschbäume mit einer Bank und ohne Bank. Ein lila Blumenbeet, ein rotes Blumenbeet und ein gelbes. Also ihr merkt, das ist zwar hübsch, aber das ist jetzt nicht zentral für den Content. Also ist okay, aber ne, kann man mal mitnehmen. Anno-Fan, danke fürs 5. Abo bereits und an Raymonds 75, danke fürs 2. Ihr zwei, liebe Grüße, Captain Kit. 11. Abo. Danke, Captain Kit. Ahoi. Danke, Captain Kit. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Stadtplan, Leute. Wir brauchen einen Stadtplan. Wo war der Stadtplan? Kiosk, Postkartenstand, Souvenirläden. Das sind die üblichen Geschichten. Wie groß sind die? Die nehmen mal viel Platz weg. Dann bauen wir die hier vorne, ne? Hier direkt drumherum. An die Bushaltestelle und drumherum. Und ein paar Bäumchen. Ein Souvenirstand. Wie groß ist der Postkartenstand? Der ist klein. Ein Kiosk, den kann man daneben stellen. Den Stadtplan brauchen wir definitiv. Der sollte, glaube ich, gleich, wenn man kommt. Hier ist so ein altmodischer Wegweiser. Guckt mal. Sollen den wegmachen, stattdessen einen neuen Weg. Ich ziehe den mal weg. Wir gucken mal, ob wir einen schickeren jetzt hier hinsetzen. Stadtplan. Turi-Stadtplan. Hier hin. Ja, ne? Ein Stadtplan. Der kommt weg. Dann stellen wir die Bäume natürlich gleich überall auf. Die Blumenbeete. Machen in die Mitte den Souvenirladen. Was haben wir denn hier gebaut? Was sind das hier? All das Grüne. Ach, das ist einfach nur ein Stück Wald, das wir da hingesetzt haben. Okay. Also ein Souvenirladen. Dann können wir eigentlich die Straße auch hier ziehen. Da könnte ein Souvenirhafen. Ach nee, wir müssen nicht alles kaputt machen. Der Souvenirhafenladen kommt hier hin.
wir, dass es heute nicht Grütze gibt. Dann haben wir noch die Kleinen hier. Ein Kiosk und ein Postkartenstand. Ich investiere ausschließlich in rechtschaffene Menschen. Und ein Postkartenstand noch. Hübsch. Ach, der ist immer hübsch. Zauberhaft. Klasse. Ich muss mal kurz die Insel zurückkaufen. Ganz, ganz schnell. Das ist hier vorne. Ein Inselanteil. Retour bitte. In Dingenskirchen. Und wieder hierhin. So, jetzt bauen wir mal ein paar von den wunderhübschen Kirschbäumchen hier. Das ist ein Kirschbaum mit Bank. Hier vorne können wir die nicht hinstellen, aber hier hinten. Dann setzen wir mal welche hier an den Rand natürlich hin. Einen, zwei. Ach, ich glaube, die können wir sogar nebeneinander oder mit Beeten dazwischen. Wir machen mal vier Stück hier. So, dann haben wir noch die ohne Bänke. Können wir vielleicht eine Allee machen sogar? Ja, ach, ist das hübsch, guckt euch das mal an. Das ist ja ganz bezaubernd. Dann setzen wir hier haben die sogar Blick raus zum Wasser und auf die Speicherstadt. Und hier machen wir ein paar der neuen Blumenbeete hin, ne? Oder um mit den Worten eines jeden Pollenallergikers zu sagen, wunderschön, Hatschi. Einmal nach dem anderen. In verschiedenen Farben. Und Bäumchen, keine Bäume. Keine weiteren Bäume. Wir wollen ja einen Ausblick haben auf die See und auf die Speicherstadt. Aber ich finde Rot, das Rot beißt sich mit dem Flieder. Immer sowas. Das beißt sich nicht. Ach, wie nett ist das denn? Guckt mal. Das ist ja allerliebst. Und das hier? Nein. Fein. Da unten passt es nicht hin. Hier können wir es wieder machen. Dann können wir hier noch ein paar weitere als Promenade hinpacken. Ah, das geht nicht. Da kommen wir nicht hin. So, können wir die Farben verbinden, wird gefragt. Nee, das kann man schon mal nicht. Aber wir können das so lassen. Dann würde ich gerne hier hinten hier muss auch noch ein bisschen was hin. Einige Felder können. Das ist die Hopfenplantage. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Klasse. Schauen wir mal, wie wir das gut hinbekommen. Dann hier oben hoch bitte. Da haben wir mit Absicht so ein paar Lücken gelassen, so Aussparungen. Sogar zu weit gebaut. Geht mal bis da oben. Wurde beendet. Ein Feld kann man noch hinzufügen. So. Dann ist die Hopfenplantage da. Dann schauen wir uns auch das mal aus der Nähe an, oder? Mal gucken, wie das aussieht. Nukro, danke dir fürs Abo. Liebe Grüße. Passwortkönig ebenfalls. Nukro und Passwortkönig. Danke an euch für eure Abos. Herzlich willkommen hier. Das ist ja ein Blick. Wie? Das könnte man so fotografieren und auf eine dieser Postkarten draufdrucken, die wir haben, oder? Das ist ein Postkartenmotiv, Leute. Wer würde hier gerne Urlaub machen? Hand hoch im Chat, auf Twitch. Wer würde hier gerne Urlaub machen? Und wie lange?
Wie groß die gelben und lila Ornamentteile sind in Kacheln, fragst du? Die waren, glaube ich, eine Kachel gerade. Ja, das stimmt. Jet to Space. Wenn der Zeitungshaini das mal drucken würde, müsste man nicht so oft lektorieren. Ich glaube, es war eine Kachel. Ihr habt da auch zugeguckt, war eine, ne? Ihr würdet hier gerne leben. Zugucker wäre hier gerne. Mimi meint, Urlaub geht immer. Kotzkeks, jawoll! Tante Mimi ebenfalls. Hier können wir Souvenirs kaufen. So schön ist es nur hier, bei WB. Postkarten. Hier gibt es Souvenirs. Was ist das? Ach, guckt mal den Turm, den wir noch nicht gebaut haben. Den kann man hier jetzt schon in Holz kaufen. Auf beiden Seiten. Und ja, arbeiten? Nein, die arbeiten Zwillinge, guckt mal. An dem Kiosk arbeiten sogar Zwillinge. Das finde ich exotisch, ne? Die haben lange, finde ich echt cool. Die Insel der Zwillinge. Das sind Erna und Clara, glaube ich. Oder waren es Lisa und Hannelore? Ich werfe die Namen meiner Angestellten immer durcheinander, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, es waren Hanne und Lore. Ja, genau, Hanne und Lore sind das. Nein. Das habe ich gelesen. Ich kann Gedanken lesen. Ich weiß nicht, wer es war, aber bei dir habe ich Gedanken gelesen. Irgend so ein dummer Gag von wegen. Ne? Das waren nicht Hanne und Lore, das waren Wahl und Burger. Wollt ihr wirklich eine Verkäuferin Wahl nennen? Ganz im Ernst. Sowas hier nicht bei mir auf Twitch. Das ist sehr, sehr unangenehm. Wahl und Burger. Wer hat das gerade gedacht? Hand hoch, wer war's? Ab in die Ecke. Schäm dir. Im Ernst, schäm dich. Furchtbar. Freiheit wird hier groß geschrieben, aber vor allem die Gedankenfreiheit. Also Wahlburger. Das ist nicht lustig, Leute, echt nicht. Das ist nicht lustig. Was gibt's hier sonst noch alles? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ich spiele schon seit 2 Stunden? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das hier ist der Souvenirstand. Ach, guckt mal. Hier sitzen die Leute. Trinken aus Schlürfen aus unsichtbaren Teetassen ihren Tee, wie Kinder die Puppenstube spielen. Davon ist die Bushaltestelle. Einsteigen, meine Damen und Herren, alle einsteigen. Abfahren in wenigen Augenblicken. Jetzt fing es an zu regnen. So, das haben wir gut hinbekommen. Jetzt ist der nächste Schritt im Tutorial. Bauen Sie ein Grand Hotel. Die Touristin bittet Sie und euch, ein Hotel zu errichten, das man vom Hafen aus bequem mit dem Bus erreichen kann. Sie drückt es so aus. Reisen ist schrecklich anstrengend. Wissen Sie? Hatten wir das nicht schon mal? Das hatten wir schon vorgelesen, genau. Platzieren wir eine Bushaltestelle in der Nähe des Touristenhafens, eine Hand beim Hotel, bla 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 bla. Das hatten wir alle schon. Das machen wir jetzt. Ein Hotel wird gebaut. Wir müssen auch die Schiffe einmal ausladen, die wir hier hingebracht haben. Die vielen guten Sachen. Und wieder zurück zur Hauptinsel. Mehr Druck im Kessel. Das kann nicht schaden. Und einmal zurück zur Hauptinsel, bitte. Sind unterwegs. Tja. Und nun gucken wir mal, wo wir ein Hotel hinsetzen. Und das sollte so stehen, dass von dort aus möglichst viel erreicht werden kann, direkt erreicht werden kann. Und dass die Leute zu oft umsteigen müssen. Und wir bauen Bushaltestellen, die miteinander verbinden. Und das Ziel war, glaube ich, dass wir... Ja. Also, denn jetzt suchen wir einen guten Platz für ein Hotel. Das sind die Hotels. Boah, die sind ja groß. 9x7 hatte ich gelesen. 9x7 Felder. Und jetzt gucken wir mal, was die für eine Reichweite haben. Wir stellen die mal... Nicht erschrecken. Das sieht man so gar nicht. Da wird nichts eingeblendet. Jetzt müssen wir mal checken, wo unsere Eingangsgebiete sind. Das ist nämlich entscheidend. Wo sind die Eingangsgebäude für unsere Sehenswürdigkeiten? Das hier ist das Eingangsgebiet, das ist das Regionalministerium. Das hier ist der Zoo. Das ist das Zoo-Eingangsgebäude. Das Zoo-Eingangsgebäude fürs Museum ist hier. Ach, weit auseinander. Sehr weit auseinander. Dann haben wir noch hier hinten den Botanischen Garten. Das ist das Eingangsgebäude für den Botanischen Garten. Da müssen wir, glaube ich, 3 verschiedene Bushaltestellen bauen. Jetzt ist die Frage, wo fahren die lang?
Wir brauchen eine Straßenverbindung. Also das ist jetzt nicht so schwer. Da kommen wir immer hin. Wo wollen wir das Hotel hinsetzen? Inselmitte. Also wenn die hier hin müssen, das ist der Besucherhafen. Ihr fahrt nicht lange über die Straße mit dem Bus hier hin. Zoologischer Garten. Dann geht es jetzt zurück, diese Straße lang. Hier rüber, über diese Brücke. Dann geht es hier hin zum Museum. Dann haben wir noch den Zoologischen Garten. Der ist da hinten. Und wie kommt man da hin? Hier oben lang, die Verlängerung hiervon. Das heißt, wir sollten ein Hotel haben, zum Beispiel. Vielleicht hier. In dem Bereich. Da kann man von hier aus zentral in das Dorf rein, hier zurücklaufen. Ich glaube, das machen wir. Komm, wir machen das. Wir bauen hier vorne eins rein. Ein Hotel. Ist das nicht eine Landschaftsverschandlung? Jetzt mal im Ernst. Denk mal nach. Wir setzen das hier hin in eine Stadt, wo wir so ein Dorf hingesetzt haben, wo die Leute Landleben genießen. Die dürfen nicht mal aussteigen. Die aufsteigen. Die haben, glaube ich, keine einzige Arbeiterhütte hier. Die müssen in beschaulichen, betulichen, gemütlichen und Hütten leben, um den Leuten zu suggerieren, es wäre noch Landbevölkerung. Und daneben platzieren wir welche Umweltsünde, welche Verschandlung der Landschaft, diesen Brocken hier rein. Schaut euch das mal an. Wie gut passt dieser Brocken hier rein? Können wir nicht kleine Ferienhäuser bauen, wünscht sich Don Blake. Direkt bei den Bauern, Tante Mimini. Das kannst du nicht machen, WB. Müssen wir woanders hinstellen, ne? Das geht echt nicht. Das sieht so hässlich aus. Das kann man nicht machen. Nochmal die liebe Bitte im Chat. Hier werden so Hinweise auch gepostet. Bitte nicht spoilern, wie sich das hier spielt. Ein Kommentar wurde eben gelöscht von den Chatmods. Lieben Dank. Bitte nicht erzählen, was ihr woanders gesehen habt, und WB, macht das und das mal nach Zahlen. Will, mag niemand. Mag kein Streamer, mag auch das Publikum nicht. Wir wollen gemeinsam entdecken. Bitte solche Kommentare lassen oder damit leben, dass die Kommentare gelöscht und ihr bisweilen vielleicht sogar gesperrt werdet. Ist nicht böse gemeint, aber geht nicht anders. Auch wenn es lieb gemeint war, das ist in der Konsequenz nicht gut. Also das sieht hässlich aus. Vielleicht hier oben hin. Wisst ihr was? Wir bauen das hier hin. Wir bauen so eine Art Golfhotel. Hier mitten rein. Weil hier ist ein Weg, da kann man das anbauen und hier. Sollen wir das mal machen? Ich zeige euch das mal. Mitten in die... Oh Gott, wie furchtbar. Hauptsache nicht bei den... Das ist der Haupteingang. Das kann man genauso gut nehmen. Wir setzen... Sollen wir das mal ausprobieren? Endlich gibt es hier ein Hotel. Frühstück ist um 9, nehme ich an. Sollen wir das mal ausprobieren? Hotel ist schick, gefällt euch, ja? Dann gehen wir hier hin und reißen hier einmal ab. Und hier vorne reißen wir das hier ab. Dann setzen wir eine Straße. Hier hin. Hier rauf, dahin und dahin. Das kommt hier weg. Basteln mal ein bisschen. Wir brauchen auch die Bushaltestelle. Und wir müssen die dann noch unten verbinden. Da brauchen wir mehrere. Die kommt dann hier hin. Können wir die so bauen? Ja, guck mal unten. Das ist mit angeschlossen hier. Das ist das Museum.
Vielleicht können wir die in die Mitte zwischen die beiden setzen. Oder nahe Hotel ist immer gut. Hier vielleicht so hin, ne? Ich finde, das ist eine gute Idee. Hier kommt ihr hin. Dann setzen wir ein bisschen Grünzeugs drumherum hin. Gehen in die Ornamente wieder rein. Blumenbeete. Der Kiosk auf die Ecke. Pavillons. Direkt hier vorm Hotel. Damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Die können wir nachher also alles setzen. Und das ist also die Bushaltestelle und die braucht jetzt eine Verbindung nach hier unten hin. Und das ist weit. Da geht's bis hier. Also wir müssen hier hoch und die müssen hier mehrere Bushaltestellen bauen, bis wir da sind. Und ich finde, wir sollten die Straßen jetzt auch mit Asphalt ausbauen. Das dauert einfach zu lange. Wir müssen sonst zu viele nebeneinander setzen, ja. Das heißt, hier ist ein Weg, der wird jetzt asphaltiert. Das ist eingestürzt in dem Augenblick, wo es keine Verbindung hatte, nach innen rein. Das ist ja krass. Dann setzen wir das erstmal im Blaupausenmodus hin. Das ist aber krass. Dann ziehen wir hier. Hier die Straße lang. Hier oben rauf. Dahin. Digital Space, danke fürs Abo verschenken an Schneesturm. Er bedankt sich. Ich auch. Danke an Lekonit auch fürs Abo. Danke dir. Und Nukro ebenfalls. Jetzt machen wir die Straße hier auch noch ein bisschen. In Stein. So. Das war gemacht. Jetzt kommen die weiteren Bushaltestellen. Man muss wirklich von hier an also raufbauen, haben wir jetzt gelernt. Berühren oder hier kann man eine hinsetzen. Das sieht ja doof aus. Lieber hier eine direkt am Eingang vom Zoo. Direkt davor. Vielleicht sogar hier vorne. Passt die da rein? Ja, das ist eine gute Idee. Oh, das gefällt mir. Übrigens, wir haben hier noch Lampen. Die müssten wir auch noch hier oben ans Hotel setzen. Eine hier hin. Wegweiser machen wir weg. Bäumchen. So, jetzt kommt hier die Bushaltestelle hin. Ja. Das sieht okay aus. Gucken wir mal, ob die verbunden sind miteinander. Sind sie. Netz ist da. Und hier direkt im Anschluss ist der Zoo dran. Das macht Sinn. Jetzt kommt die nächste Bushaltestelle. Danke an alle Geldspender, George und Co. Gilt auch für Matze. Hallo Black Panther, an dich und an George. Ein dickes Danke. Matze hat gerade Abos verschenkt an Vito, an Chrysler, an Alexi, an Manuel und an Lippo. Danke an unseren Black Panther. Danke nochmal an Jetto Space fürs Abo verschenken. An Schneesturm. Hallo. Danke, Andi. Also die sollten jetzt nicht einstürzen, denn die sind, glaube ich, miteinander verbunden. Ne? Hier die? Sind die miteinander verbunden? Nee, die sind... Sind die verbunden oder nicht? Die Grünen müssen sich überlappen. Wenn sich die grünen Straßenmarkierungen berühren oder überlappen. Also das ist, ich denke, das ist ja alles durchgehend grün. Guckt mal. Das sollte klappen.
ist auch kein Icon drüber, dass es irgendwie nicht funktioniert. Jetzt geht's hier hoch und es reicht bis... Oh, guck mal, jetzt sind alle verbunden. Das heißt, das können wir jetzt auf wieder in Ordnung bringen. Und das hier sollte jetzt auch keine Busverbindung zum Touristenhafen. Doch, sollte eigentlich funktionieren. Das ist wahrscheinlich... Irgendwo ist eine Lücke, aber hier ist sie nicht. Da ist sie, da ist die Lücke. Schaut mal, da ist eine kleine Lücke. Wir stellen hier noch eine hin. Die stellen wir am Eingang vom Dorf hin. Ja? Jetzt wird das oben wieder einkrachen, aber ich habe keinen Bock, mich hetzen zu lassen. Sollte es passen. DLC, nächster Halt bei WB. Ein Busnetz. Ein kleines Busnetz gebaut. Und Reisen stehen für Abenteuer. Los geht's. Sehr, sehr lieb. Alle miteinander verbunden, alle vier. Jetzt sieht man mal, was... Ah, toll, guck mal. Jetzt können wir sehen, was miteinander verbunden ist, welche Sehenswürdigkeiten. Das war übersichtlich. Simpel und übersichtlich. Also sowas macht mich an. Wisst ihr warum? Es gibt auch... Ihr kennt doch alle Transportsimulationen. Die spielen wir rauf und runter. Ganz oft schon gezeigt. So Eisenbahnnetzbaugeschichten, öffentlicher Personenverkehr, Züge fahren von A nach B. Und das ist immer, immer verbunden mit Zahlen. Mit Zahlen und mit Worten. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist zwar simpel, wir haben nicht 1000 Ziele, aber es ist sehr elegant umgesetzt. Sie haben nur Symbole. Und die reichen aus. Es gibt einen Tooltip, nur Symbole und Farbe hier. Wenn es gut läuft, ist es dunkelgrün. Wenn es so geht, die Verbindung, ist es blau. Und je größer das Schwarze dabei ist, desto weniger gut. Ganz schwarz heißt gar nicht. Die Symbole kommen uns sofort vertraut vor. Speicherstadt, wir können auch mit dem Tool mit der Maus drüber gehen. Sowas gefällt mir. Sowas finde ich richtig cool. Sowas gefällt mir echt sehr. Sowas finde ich total klasse. Ja, Chat gefällt das auch. Super simpel. Wir können die Bushaltestellen umbenennen. Können wir auch durchtappen. Wir können auch durchtappen. Alexandraplatz. Das ist die Busstelle. Tiergartenhafen. Komm, Hafen. Das hier ist die Bushaltestelle Zoo. Fischtor. Einmal würfeln. Il Pomodoro. Rand Street. Wibblesock Row. Waffenruhe wurde beendet. Snazzlebury. Willowdale. Amselweger, komm doch echt. Das ist einfach der Zoo. Zoologischer Garten wollen angeben. Zoo ist was, wo kleine Kinder hingehen. So klein und süß mit nur drei Buchstaben. Das ist ein zoologischer Garten. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Die müssen wir auch entsprechend titulieren. Ja? Der nächste. Buchenenallee. Was sind denn Buchenen? Buchenenallee. Das ist das Hotel, also Hotel 1. Hotel. Wir nennen es mal Hotel erstmal. Wie heißt das Hotel denn? Jedes Hotel braucht einen Namen. Leute, einen Namensvorschlag bitte für unser erstes Hotel. Wo leben die Menschen hier? Dorfblick. Viele Tiere. Hotel, hier riecht es komisch. Das sind wahrscheinlich die Elefanten auf der anderen Seite oder sind es Affen? Es sind Affen. Wir können das nennen Hotel Gorilla Blick. Im Ernst, guck mal hier unten. Hier unten, schaut mal hier. Das sind die Gorillas. Hotel Gorilla Blick, kann man sofort machen.
Hotel am Kurwald. Zur heiteren Muse. Bull Imperial. Zum himmlischen Bullen. Zum Bullen. Hotel zum goldenen Löwen. Kuhstall. Buchredenpalast. Danny, das habe ich gelesen. Ich komme gleich rüber. Le Command. Danke für 16. Abo. Danny. Gotel zum heiligen Bullen. Das werde ich mal als Tippfehler. Hotel 1. Lockdock. Also komm. Das geht doch gar nicht. Schwarzwaldklinik. Wie bitte? Bull Imperial, also drunter mal. Bull Imperial nennen wir die in der Hauptstadt. Doch nicht hier in dem Fischerdorf. Bull Hotel, Bull Imperial merke ich mir mal. Das kommt auf mein Listchen drauf. Ich lege jetzt eine Liste an. Bislang ist sie so lang. Könnt ihr das lesen? Ja, ne? Alle Namen, die ihr mir bislang gesagt habt, die ich cool fand, stehen auf der Liste. Könnt ihr die lesen? Ich habe ein bisschen klein geschrieben. Könnt ihr die Liste gut entziffern? Leute, guckt doch mal hin, jetzt mal im Ernst. Jeden einzelnen Begriff, den ich cool fand, habe ich drauf. Könnt ihr doch lesen, oder? Also echt, manchmal habt ihr echt, ihr seid alle kurzsichtig. Holt euch mal Brillen, echt. Also einmal Hotel Imperial. Unfassbar. Sehr seltsam. Die Jugend von heute kann plötzlich nicht mehr gucken. Ich erteile gleich Brillen, Chat. Wir produzieren gleich Brillen und Nähmaschinen. Also Nähmaschinen sowieso, aber die Brillen sind dann für den Chat. Die werden nicht mehr an unsere Bürger verteilt. Aber das könnt ihr doch jetzt lesen, oder? Meiner zarten WK. Babys Sauklaue. Die Waffenruhe wurde beendet. Dorfromantik geht immer, ja. Ich habe eine Brille, ich kann es aber auch nicht lesen. Das habe ich gelesen, Sylvie. Danke nochmal an Le Command 2. Hey, zurück. Also, das hier ist ja halt, also ich finde hier... Betört von den vielen Sehenswürdigkeiten und all der Schönheit. Ja, danke. Hat die mich gemeint gerade? Ich glaube ja, ne? Die vielen Sehenswürdigkeiten und all die Schönheit. Jetzt bekomme ich von den Touristen sogar Komplimente. Das wird mir, der DLC wird mir immer sympathischer. Normalerweise nörgeln die Leute, sagen, ey, willst du die Zeitung wieder polieren oder lektorieren? Da kommt die Dame vorbei und bezeichnet mich als, was hat die gesagt? Wunderhübsche Sehenswürdigkeit, glaube ich. Irgendwas in der Art. Also echt, so können Entwickler mein Herz gewinnen. Und das im Sturm. Ich bin sehr beeindruckt. Das hier ist Hotel, das ist Busse, das ist... Können wir das Hotel umbenennen? Aus diesem Grund bin ich hier. Leider nicht. Freie Bürger, die keine Angst vor der Bahn. Das ist Hotel Gorilla Black. So, die nächste Bushaltestelle. Uferstraße. Ja, kann man machen, kann man auch lassen. Was meint ihr? Dorf. Idyllisches Dorf. Dorfromantik. Das ist natürlich, eben im Chat wurde es auch vorgeschlagen, ich weiß nicht mehr von wem, das ist die Bushaltestelle Dorfromantik. Ganz liebe Grüße zu den zauberhaften Entwicklern, den vier Herren aus Berlin, die uns so ein schönes Spiel geschenkt haben. Das ist die Haltestelle Dorfromantik. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Das war eine saugute Idee. Kosten die eigentlich Unterhalt? Minus 120. Jetzt sehen wir auch, was noch keine Verbindung hat. Ja, Varietés. Warum haben wir keine Verbindung zum Varieté? Wir haben kein Varieté. Wir können doch irgendwo einen Varieté hinsetzen. Wie viel zahlt, wie viel bekommen wir denn hier an Geld reingespült eigentlich? Hier leben 45 Leute. Hier leben bis zu 500, wenn wir all deren Bedürfnisse erfüllen. Das nächste brauchen die Brot. Das sind die Grundbedürfnisse. Ein Varieté kommt als nächstes. Ein Restaurant, Konfitüre, ein Café, ein Stand Shampoo für alle, eine Bar und am Schluss, da ist ein Turm. Soll ich so ein fettes Monument hier errichten und Brot. Das ist die Zufriedenheit. Aha. Pelzmäntel, Schmuck, Limonade und Souvenirs. Und das ist die Zufriedenheit nach den verschiedenen Dingen, die erreichen können. Palast. Und dann steigt das an und dann, okay, dann brauchen wir erstmal Brot. Brot bringen wir denen durch in irgendeine Handelsroute. Danach, und ein Varieté bauen geht auch immer. Wir bauen erstmal ein Varieté, das ist das Billigste überhaupt. Das haben wir im Handumdrehen gemacht. Das bauen wir an eine der Haltestellen. Aber an welche? Also nicht bei einer Haltestelle Dorfromantik. Vielleicht direkt hier daneben. Direkt hier vorne, oder?
Wo ist die Haltestelle? Hier. So ein Varieté ist doch nicht groß. Kostet wie viel? 100? Oh Gott, ist das groß. Ich nehme alles zurück. Riesengroß. Was? Entschuldigung. Was könnte ein guter Platz sein für ein Varieté? Wo würdet ihr das hinstellen? Direkt neben die Hotels ist komisch. Das macht vielleicht Lärm, ne? Was würdet ihr, wo würdet ihr ein Varieté hinstellen? Auf einer solchen Insel, wo es sonst nichts gibt. Wohin damit? Im Hafenbereich. Damit auch die Schauleute und die Matrosen sich ihre gute Unterhaltung und die Geschlechtskrankheit ihrer Wahl holen können. Das ist eine sehr gute Idee von euch. Das machen wir. Richtung Museum, in ein Vergnügungsviertel. Unterm Dorf. Was brauchen denn auf Dauer noch an Gebäuden? Wir brauchen einen zentralen Platz, wo alle diese Sachen, Restaurant und Cafés und so weiter drin stehen. Auf anderen Inseln würden wir die zentral in unser Wohngebiet reinstellen, aber hier haben wir ja nur dieses Minidorf. Vielleicht machen wir einfach hier vorne so einen ganzen Platz. Hier ist da auch eine Straße, guck mal hier. Hier, direkt daneben. Hierhin, in die unberührte Natur. Die versaubeuteln wir jetzt. Ihr könnt noch mehr Hotels daneben stellen. Ja, die Idee gefällt mir. Wie viel Unterhalt braucht ein Hotel? Gar keins. Einkommen auch 0, Kunden 45. Ich würde das hier machen. Wenn man hier ein Vergnügungszentrum direkt neben dem Zoo. Warum setzen wir Hotels? Ich halte das für eine gute Idee. Das ist die Reichweite der Bushaltestelle. Die direkte. Hierhin. Das machen wir direkt daneben einfach. Die Verbindung zum Varieté ist ein Job. Varieté ist da. Hotel kann auswachsen. Tja, kriegen wir vielleicht sogar nachher noch was anderes untergebracht. Bis wir das haben, setzen wir mal ein paar simple Blumenbeete hier einfach hin, bevor uns noch mehr einfällt. Längen wir hier rum. Eines Konkurrenten wird belagert. Das ist Varieté, das ist die Bushaltestelle, das ist Hotel. Bedürfnisse werden langsam. Wer wird nachher erst nachgefragt? Wir brauchen erst noch 5 Leute mehr. Wir können ein zweites Hotel hinstellen oder einfach Brot für Brot sorgen und das machen wir als nächsten Schritt. Wir machen eine Importroute für Brot. Das soll nicht vor Ort hergestellt werden. Vor Ort soll die Insel schön attraktiv sein. Das ist so ein richtiges Touristenressort. Da wird ja auch immer alles geliefert. Die werden komplett von außen versorgt. Mit allem, was sie brauchen. Ja?